Liebe Kampfsportfreunde, GMC und AAA präsentieren den Main Event der GMC Special Fight Series, Ausgabe Nummer 1, ein Boxfight, 5 Runden à 2 Minuten Heavyweight Kampf. Ich präsentiere die Kontrahenten. Zunächst der Mann zu meiner Rechten in der blauen Ecke, 1,78 Meter groß, ein Kampfgewicht von 100 Kilogramm. Und ihm gegenüber in der roten Ecke, 1,97 Meter groß, Kampfgewicht 145 Kilogramm, hier ist Manuelsen! Der Referee in diesem Fight ist Dirk Schwarz. Was für eine Atmosphäre hier in der GMC Arena. Das Ding kocht. Das Ding ist aufgeladen. Ich erkläre noch mal ganz kurz. Wir kämpfen 5 Runden, a 2 Minuten. Ich zähle nicht im Stehen an. Wenn ich sage Stopp, geht ihr bitte auseinander. Habt ihr Fragen? Dann bitte zurück. Viel mehr negative Gefühle, glaube ich, kann man in einen solchen Kampf nicht mit hineinbringen. Eine Stimmung, die wirklich komplett übergeschwappt ist auf Publikum zum Bernstein. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, zu diesem Kampf die Plätze einzunehmen. Ich weiß nicht, ob die GMC Arena schon mal so nah war an einem Hausbrand. Die Sitzplätze einnehmen, bitte. Definitiv steht der bevor hier. Außerhalb des Oktagons hat es gekracht. Heute soll es innerhalb des Oktagons geklärt werden. Bösemann in der blauen Ecke, Manuelsen in der roten. Nochmals die Bitte, die Sitzplätze einzunehmen. Fast 20 cm der Größenvorteil, den Manuelsen hier mitbringt. Natürlich auch die deutlich höhere boxerische Klasse. Das haben wir im Showtraining ja schon gesehen. Kann er diesem ersten wilden Ansturm von Bösemann, der sicherlich kommen wird, widerstehen und seinen Stil, seinen Stiefel hier tatsächlich durchbringen? Manuelsen, der größte und schwerste Fighter auf der heutigen Kampfcard, bringt eine enorme Reichweite mit. Geht sofort mit dem langen Jab ins Gefecht. Bösemann steht noch draußen. Er geht das vorsichtiger als erwartet an. Hat hart trainiert. Bösemann hat viele Treppenläufe hinter sich gebracht. 200 Sparringsrunden absolviert. Er muss diesen Reichweitenvorteil kompensieren. Er müsste es irgendwann über den Kampfgeist machen. Starke Treffer, die ersten zwei von Manuelsen, dritter Führhandtreffer hinterher. Manuelsen taktisch diszipliniert, nimmt die Deckung hoch, taktiert, versucht sich ranzutasten mit dem Jab. 5 Runden nach 2 Minuten sind auch kein Pappenstiel für zwei, die diesen Sport nicht professionell betreiben, die sich hier kurzfristig vorbereitet haben. Er wird geklammert, Referee lässt lösen. Manuelsen sehr ruhig, sehr abgeklärt, versucht mit den Kräften Haus zu halten. Sicherlich der richtige Weg, die richtige Herangehensweise. Das kann Bösemann sich nicht erlauben, Haus halten. Bösemann bewegt sich viel mehr. Zu Recht, er muss rankommen, er muss Winkel finden, er muss versuchen, da reinzuschneiden in die Nahdistanz. Da gibt es die Overhand. Das Spielmittel der Wahl, sicherlich auch zum Körper zu gehen von Manuelsen, der wenn dann am verwundbarsten scheint. Bösemann trifft mit der Overhand. Die letzten 10 Sekunden laufen. Manuelsen versucht ihn zu locken. Er weiß, er steht bequem. Weit außen, die Reichweite spricht für ihn. Erste Runde vorbei. Er darf sich zu überheblich hier angehen, fast ein bisschen spielerisch diese erste Runde. Da waren er zwei, drei Schwinger von Bösemann durchaus im Ziel, allerdings noch ohne jegliche Wirkung bei Manuelsen. Ruhiger als erwartet die Herangehensweise von Bösemann. Versucht er die rechte Overhand ins Ziel zu bringen. Die 1-2 von Manuelsen. Gibt ihm noch relativ viel Spielraum, könnte deutlich mehr mit seiner Führung arbeiten. Die boxerischen Qualitäten
von Manuelsen haben wir ja im Showtraining gesehen, haben ihn ja auch dann bei YouTube besucht in seinem Training. Das sieht alles schon nach einem wirklich guten Boxer aus. Dazu natürlich diese Masse, die er mitbringt von 145 Kilogramm bei knapp 2 Metern Körpergröße. Nicht unwichtig, auch bei Clinch-Situationen, dieses Gewicht auf den Gegner zu legen, ihn leer zu saugen, ihn zu erschöpfen. Sehr guter Punkt, sehr guter Aspekt. Denn das ist sicherlich das, worauf Manuelsen hier baut. Zweite Runde. Und wir standen auf das Zeichen des Referees mit der Runde 2. Manuelsen muss lang bleiben, muss technisch bleiben. Er muss hier den Boxkampf kämpfen. Er darf keine Schlägerei draus machen. Reichweitenvorteil, größten Vorteil, bessere Technik. Aber Bösemann mit viel Herz. Ja. 2 gute Schlaghände und jetzt ist Manuelsen regelrecht aufgeweckt. Oh, 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 oh. Aber er lässt sich auf diesen Brawl ein und das ist ein Riesenfehler. War kein Niederschlag. Nein. Manuelsen wird nicht angezählt. Muss der Referee aufpassen. Da ist sehr viel Aggression drin. Das Ding ist am Platzen, am Eskalieren hier. Was für eine Stimmung in der GNC Arena. Richter kam nach dem Kommando des Offiziellen. Bösemann, kompakt. Massiv, kräftig. Das ist die Arbeit, die Manuelsen braucht. Mit der Führhand abfangen. Bösemann atmet jetzt durch den Mund. Atmet schwer. Pumpt da ein paar Mal ordentlich durch. Manuelsen darf nicht ins offene Messer laufen. Er muss den Gegner kommen lassen. Er hat den langen Führhandarm. Hat er im Vorfeld sehr klar, sehr analytisch über die Möglichkeiten gesprochen, die er hier hat, mit denen er umgehen muss, mit denen er haushalten muss. Die richtigen Leitbewegungen und dann in diesem kurzen Moment der Disbalance des Gegners, da muss er zustechen, da kommt er noch gar nicht hin. Der Bösemann schleudert gerade alles raus, alles, was er im Köcher hat. Wie lange geht das gut? Die letzten 10 Sekunden laufen vor der Runde 2. Ja, ein bisschen früh vorm Schwarz abgebrochen, oder? Eine Pause, die, glaube ich, beiden gerade relativ willkommen Pause, kommt. Pause, Intermission, Ende der Runde 2. Also, ich bin mir sicher, viele hätten nicht viel drauf gegeben, dass das hier eine dritte Runde erlebt. Bösemann tritt beherzt auf. Ja. Couragiert, geht dann nach vorne, er versucht, die Akzente zu setzen, er versucht, das Oktagon zu kontrollieren mit seinem Druck, den er ausstößt. Hier sehen wir ein paar Szenen. Das war ein Ausrutscher von Manuelsen, kein Niederschlag. Und Bösemann kann sich gerade so kontrollieren. Es wäre unschön, wenn es so zu Ende ginge in einer Disqualifikation. Wir wollen ja einen sportlichen Sieger haben. Ganz zu schweigen, was dann hier in der GMC Arena auf uns warten würde. Mein lieber Scholli. Eine Stimmung, die sich, glaube ich, verbal sehr schwer transportiert lässt. Es gab hier schon kleine Teilereien im Vorfeld. Der Kampf hat sich ja noch mal 10, 15 Minuten nach hinten gezogen. Die Kämpfer waren noch in der Vorbereitung. Und jetzt sind wir hier tatsächlich in der dritten Runde angekommen. Findet Manuelsen die Ruhe, die er braucht gegen Bösemann, der mich überrascht. Und zwar positiv überrascht. Bösemann geht zum Körper und dann abgekontert mit der langen Führung. 2-mal steifer Jab von Manuelsen. Step in Jab. Gefällt mir gut. Ja. Das sind die Stilmittel, die ihm helfen, die auf dem Punktezettel natürlich Eindruck hinterlassen. Aber die Rechte von Bösemann bleibt gefährlich. Ja, wird aber mit fortlaufender Kampfdauer unkontrollierter. Beide sind keine professionellen Boxer, die täglich trainieren. Sie haben sich natürlich beherzt vorbereitet. Respekt dafür, auf diesen Kampf. Respekt vor allem dafür, das dann tatsächlich hier im Käfig austragen zu wollen. Körpertreffer von Bösemann. Die erste Minute auch schon wieder rum in diesem Gefecht dieser dritten Runde. Manuelsen ist nicht ganz Herr dieser Situation. Und jetzt müde. Ist er angeschlagen. Ist er angeschlagen. Oh. Das ist die Überraschung schlechthin. Ein böser K.O. von Bösemann.
Er muss kampffähig sein bei 8. Referee lässt weiterlaufen. Eine riesen Überraschung bahnt sich hier an. Böser Mann setzt nach. Muss aufpassen, seine Energien nicht komplett zu verpulvern. Aber er hat hier Oberwasser. Und meine Hütte geht zu Boden. Nicht zu fassen. Erneut auf den Boden. Eine Möglichkeit, die er überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat, dass er diesen Kampf hier verlieren kann. Und ich bleibe dabei. Die Taktik ist sehr überraschend. Es ist vorbei. Das ist der TKO-Sieg. Der zweite Niederschlag zu viel und es war sich die Mischung der körperlichen Ermüdung und der Treffer von Bösemann. Und das ist, glaube ich, für uns alle, abgesehen vom Lager von Bösemann natürlich, eine faustdicke Überraschung. Ja, man hätte darüber diskutieren können, ob man beim ersten Mal hätte abbrechen können. Ich dachte, das wäre es gewesen. So oder so, Sieg für Bösemann. Hier sehen wir es nochmal. Manuel Elten. Erschöpft, konnte keine Akzente setzen in dieser Phase. Er kassiert die Rechte. Das sind ja keine schweren Treffer, die er hier nimmt. Aber das Kulminieren, ja, und vor allem die geballte Flut an Treffern. Das Ergebnis unseres Main Events Hauptkampfs bei der ersten Ausgabe der GNC Special Fight Series. Sieg in der dritten Runde durch Knockout für den Mann aus der blauen Ecke, für Bösemann! Das ist ja auch ein Ergebnis, an dem gibt es nichts zu rütteln. Sehr klare Entscheidung, die es jetzt von beiden Seiten zu akzeptieren gilt, lässt sich leicht nachvollziehen, dass Bösemann da natürlich für den heutigen Abend die besseren Karten hat, was die Stimmung betrifft.